Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Mal nicht aus der Küche. Ich habe wieder was im Bereich Technik. Und zwar habe ich mir so eine Actioncam besorgt. Das hier ist meine alte, die ist jetzt circa anderthalb Jahre alt. Hat damals knapp 72 € gekostet. Es war auch keine SD-Karte, Micro-SD-Karte mit dabei. Und jetzt habe ich diese sogenannte Soko. Die habe ich jetzt schon ein paar Tage, habe ein paar Videoaufnahmen gemacht. Habe mich ein bisschen eingelesen in die ganze Materie. Es gibt viele neue Sachen. Es hat sich in anderthalb Jahren viel getan, auch bezüglich der App. Da hatte ich bei der ersten große Probleme. Ich habe die meistens hier auf so einem Dreibein-Stativ, so einem flexiblen stehen. Das ist jetzt hier diese Soko. Und nachfolgend zeige ich jetzt erstmal ein kleines Video, was alles dabei ist. Danach nochmal eine Nahaufnahme von dem gesamten Gerät. Und dann auch ein paar Probevideos und ein paar Probebilder. Dann viel Spaß. Wie schon vorhin erwähnt, habe ich ja meine alte 4K-Kamera hier. Die hatte damals über 70 € gekostet, war keine Micro-SD-Karte dabei. Ansonsten von den Auflösungen und von den Werten identisch mit der Soko. Hatte aber bei weitem nicht so viele Einstellmöglichkeiten, aber dazu komme ich später. Die Soko kostet momentan 69,99 € und hat einen gratis Versand, weil auch hier der Versand wieder über Amazon läuft, hat man auch keine Probleme bei der Rücknahme oder beim Umtausch, wenn ein Defekt ist. Das Ganze wird geliefert in einer recht schicken Pappbox. Ich kann mich noch erinnern, dass ich bei meiner ehemaligen Actioncam, also dem Vorgängermodell, einfach nur so ein Plastikteil bekommen hatte, wo auch sehr schnell kaputt gegangen ist. Den Karton finde ich ganz schön und es gibt dann noch hier diese zwei Pappboxen und so eine längere. Und was da genau drin ist, zeige ich jetzt gleich. So, ich zähle jetzt mal alles auf, was hier dabei ist. Ich hatte es ja schon in Verwendung, deshalb einiges auch schon ausgepackt. Dieser Rahmen, da kann man die Kamera, diese Actioncam reindrücken, kann sich gleichzeitig diese Klammer hier hinten reintun. Mit dabei ist ein Akku im Gerät drin plus ein Zweitakku. Irgendwas mit 1050 mA habe ich gelesen. Aufladung dauert circa 2 Stunden. Von der Verwendungszeit schreiben die 90 Minuten Daueraufnahme. Wenn man viel mit der App rummacht, geht es auch auf eine halbe Stunde runter, habe ich gemerkt. Die Cam ist von vornherein in so ein Unterwassergehäuse reingepackt. Die Öffnung geht ein bisschen schwieriger als bei meiner alten. Man muss hier diesen Hebel hier nach vorne ziehen und dann hier aufhebeln. Dann hat man das ganze Teil. Und kann dann die Kamera hier rein tun. Ich glaube, ja, bis 30 Meter war angegeben. Müsste ich nochmal nachgucken. Unterwassergehäuse. Dann haben wir hier ein Datenübertragungskabel, was auch als Ladekabel logischerweise dann genutzt werden kann. Bei der Datenübertragung, wenn wir es an PC anschließen, fragt er dann gleich, ob man hier die Dateien runterladen möchte oder ob man das Ganze auch als sogenannte Webcam benutzen möchte. Da hat man zwei Auswahlmöglichkeiten. Dann haben wir eine Garantiekarte, ob ich glücklich bin. Eine Bedienungsanleitung, die ist gar nicht mal so schlecht. Die ist in Deutsch und in Englisch gehalten. Hier stehen die ganzen Sachen dran, wie der Zeitraffer funktioniert etc. Den ganzen Kram brauche ich jetzt effektiv nicht auspacken. Jeder weiß, was bei so einer Actioncam dabei ist, das ist Standard. Man kann sich das Ganze an den Fahrradlenker machen, man kann sich das an den Helm machen. Ich habe es teilweise schon an mein kleines ferngesteuertes Auto dran gemacht. Hier ist dann doppelseitiges Klebeband hier von 3M mit dabei. Nochmal eine extra Ersatzscheibe hier für die Unterwasserkamera und und. Also da ist richtig viel dabei. Interessieren tut mich in erster Linie, was ich ja schon gesagt habe, der Kunststoffrahmen, den kann ich beidseitig auf mein Flex-Stativ hier aufschrauben und ich habe auch die Möglichkeit, das Bild zu drehen. Ich muss das nicht immer umtauschen, sondern ich kann sagen, bitte Kamera, dreh das Bild rum, dann brauche ich das ganze Ding nicht auf den Kopf zu stellen. Die Klammer benutze ich oft und den zweiten Akku sowieso und jetzt zeige ich das Teil mal in Nahaufnahme und ach, ich habe es vergessen, das wollte ich in der Nahaufnahme zeigen. Kann man aber jetzt auch noch erwähnen, hier ist eine Micro-SD-Karte mit dabei. Die war bei meiner alten nicht und es handelt sich auch nicht um so ein günstiges No-Name-Produkt, wie ich es schon bei mancher Drohne hatte, sondern es ist wirklich eine Kingston 32 GB Micro-SD-Karte hier drin. Hier nochmal die Micro-SD-Karte, welche auch im Lieferumfang dann enthalten ist. Das heißt,
Der wird ausgeliefert mit einer 32 GB Micro-SD-Karte von Kingston. Finde ich eine gute Sache. Die Schnelligkeit beim Übertragen auf dem Laptop war hier auch super. Da stehen auch, glaube ich, die Klassifizierung drauf. Ich gucke jetzt mal. Da steht eine 10. Und ich hatte da bisher jetzt noch keine Probleme beim Runterladen von ganzen Videos oder Filmen. So sieht die kleine Soko von vorne aus. Man hat hier diesen Power-Knopf bzw. den Knopf, wo man sich dann durchs Menü drücken kann. Es gibt ja drei verschiedene Überordner, will ich es mal sagen. So ist das Ganze von der Unterseite. Hier kann man sich den Akku rausholen, und zwar hat man hier so einen kleinen Riegel, und den muss ich einfach zur Seite schieben, und dann springt hier schon dieses Fach auf, und dann kann ich hier mit einem Schnubbel den Akku rausziehen. Klappt eigentlich recht fix. Und klack, und dann ist das Ganze wieder verriegelt. Dann hat man hier auf der gegenüberliegenden Seite hat man dann hier die Pfeiltaste nach oben. Da kann man im Menü hoch und im Menü runter, oder wahlweise, wenn man dann im Bildmodus, im Aufnahmemodus ist, kann man dann zoomen, kann man dann nah ranzoomen oder wieder weiter weg. Hier drüben ist der Lautsprecher, da sage ich aber dann später noch mehr dazu. Auf der oberen Seite haben wir diesen OK-Knopf. Damit bestätigt man im Menü die Auswahl, oder man startet und beendet dann auch die Filme. Hier hat man noch eine kleine Kontrollleuchte. Die leuchtet dann auch bei einer Aufnahme in Rot. An der Seite haben wir hier unseren HDMI. Da kann man praktisch so ein Mikro-HDMI oder was es auch ist anschließen. Dann hat man den normalen Ladestecker von diesem Ladekabel, das mit dabei ist, und hier das Fach für die Micro-SD-Karte. Hinten auf der Scheibenseite, da war so eine kleine Schutzfolie drauf. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, zwei kleine Punkte drauf. Keine Ahnung, ob das jetzt nochmal eine Schutzscheibe hier ist. Ich habe mir jetzt nicht selber da drauf gebastelt, aber da lege ich jetzt auch keinen großen Wert drauf. Das ist bei meiner letzten, auch bei robusteren Tagestouren oder sonst irgendwelchen Ausflügen, nicht kaputt gegangen. Die Bedienungsanleitung finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Bin da Schlimmeres gewöhnt. Da hat man hier nochmal das Ganze übersichtlich, was was ist, wo die Anschlüsse sind. Dann hat man einen Überblick mit einer Montageanleitung, wie man die einzelnen Sachen zusammensteckt. Das war bei meiner ersten Actioncam auch hilfreich, weil man steht da wie vor einem großen Berg und weiß nicht, wo was dran geschraubt wird. Auf der anderen Seite nochmal hier für Helm, für Fahrrad und sonstiges. Die richtige Methode, um das Unterwassergehäuse zu öffnen, steht hier auch nochmal drauf. Und wie wird die hintere Klappe ersetzt, die Micro-SD-Karte, den Akku, wo man das über alles anschließen kann. Die Modifikation, wie ich schon gesagt habe, diese drei Obermenüs, einmal das Video-, Foto- und Wiedergabemodus, und was alles in den Einstellungen drin ist. Also hier steht TV-Ausgang, USD-Modus, der hat einen Zeitraffer. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Also hier steht wirklich alles von A bis Z drin und auch ein paar Fehlerbehebungen. Wenn ich jetzt für ein paar Sekunden die hintere Taste drücke, erscheint hier mein Startmenü, und dann habe ich jetzt zuerst mal den Modus, wo ich aufnehmen kann. Er zeigt mir hier unten die aktuelle Uhrzeit, das Datum, hier oben die Restdauer, was ich noch an Aufnahmemöglichkeit habe, dass das Mikrofon eingeschaltet ist, die Akkuanzeige und hier auch die Qualität der Aufnahme. Und wenn ich dann hier hinten jetzt einmal drücke, komme ich in den 12-Megapixel-Fotomodus. Wenn ich noch einmal drauf drücke, komme ich in den Abspielmodus. Und wenn ich nochmal bestätige, komme ich dann, ich gucke mal, ob man es sehen kann, hier habe ich dann die Einstellmöglichkeiten. Ich kann jetzt hier viele Sachen einstellen. Also ich kann hier die Auflösung einstellen, dann kann ich, wenn ich das Ganze über einen Fernseher ablaufen möchte, TV-Out, USD-Mode. Der Zeitraffer ist ganz nett, wenn man sich irgendwelche Fortschritte, Wolkengebilde, sonst irgendwas aufnehmen möchte. Dann habe ich einen Aufnahmemodus, da kann ich einstellen, dass es einfach so lang filmt, bis die Speicherkarte voll ist, oder dass es nach 3, 6 oder 9 Minuten, glaube ich, abbricht. Oder das war, glaube ich, diese Cyclic-Aufnahme. Ich habe, glaube ich, was verwechselt, aber das kann man alles machen. Dann ist hier HDR, dann haben wir eine Bewegungserkennung. Also man kann das Ganze auch als sogenannte Dashcam im Auto
verwenden. Ich habe, glaube ich, gelesen, 1,5 Meter ist dann diese Reichweite, wo dann die Kamera sich einschaltet, wenn sich irgendwas bewegt. Rekord Audio, ob ich den Lautsprecher ein- oder ausgeschaltet haben möchte. Wenn man jetzt zum Beispiel die Videos sowieso danach vertont, kann man das gleich auslassen. Eine Datumsanzeige kann ich mir als Stempel einfügen. Nochmal hier die Auflösung, die Qualität, die Schärfe kann ich verändern, die Weißbalance, also ich kann hier den Weißabgleich auf automatisch stellen oder kann hier Wolken, Sonne, sonstiges einstellen. Nochmal die Farbtiefen, was auch schön ist hier ISO. Und wenn ich in irgendwas rein möchte, machen wir es jetzt einfach mal bei ISO, drücke ich hier oben diesen großen Knopf und dann kann ich hier wählen ISO 100, 200, 400. Mehr geht nicht, ich lasse es jetzt mal auf Auto. Und da bestätige ich wieder. Belichtung, Stabilisierung habe ich jetzt auf an. Man merkt da schon die Unterschiede, besonders wenn man jetzt auch mit dem Fahrrad unterwegs ist oder beim Autofahren. Die Sprache ist vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen. Es gibt Deutsch, Italienisch, dann irgendwas mit Chinesisch, Japanisch kann ich nicht auseinanderhalten. Russisch, es gibt Polnisch und es gibt Tschechisch auf der ganzen Sache. Jetzt müssen wir mal gucken auf Deutsch. Datum, Uhrzeit, Einstellung. Dann hat man hier automatisch ausschalten, wann die Cam sich ausschaltet, wegen dem Akku. Das akustische Signal, man kann hier so ein Piepsen einstellen, das nervt mich. Und dann haben wir nochmal TV-Modus und hier einen Bildschirmschoner. Frequenz, dann die Drehsache, das heißt, drehen Sie sich, ist gut übersetzt, wenn ich hier auf ein mache und dann dreht sich der komplette Bildschirm. Ich brauche also dann auch nicht die Kamera falsch rum im Stativ montieren. Ich kann das einfach hier steuern über diese Menüeinstellungen. Hier hat man noch den K-Mode, also wenn ich das Teil als Dashcam benutzen will. Hier kann ich mein Wi-Fi-Name ändern, das Passwort ändern, das ist voreingestellt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lizenznummer löschen, da kann ich einzeln löschen, formatieren, die SD-Karte formatieren und auf Standardeinstellung zurücksetzen. Die Version wird hier angezeigt. Und das war auch schon das Menü. Wenn ich dann wieder einmal drauf drücke, komme ich wieder in den normalen Aufnahmemodus. Wir starten jetzt auch. Ich habe jetzt ein paar Aufnahmen gemacht im normalen Aufnahmemodus. Einmal tagsüber beim Autofahren und einmal in den frühen Morgenstunden beim Autofahren, damit man einfach mal einen Überblick bekommt, wie das Ganze sich hier von der Qualität dann widerspiegelt. Dann habe ich natürlich auch hier noch zwei, drei Fotos gemacht und da kann man sich jetzt auch mal einen kleinen Überblick machen, wie die Bilder aussehen. Was ich noch gemacht habe, ist ein bisschen ranzoomen und vor allem bei der Nachtaufnahme merkt man dann schon, dass das Rauschen hier sehr hoch ist. Also ich benutze das meistens dann auch im Sommerurlaub oder bei gutem Tageslicht und da ist auch die Qualität dementsprechend gut. Zeitrafferfunktion habe ich auch genutzt. Ich glaube, über 10 Minuten habe ich alle 10 Sekunden ein Bild machen lassen. Das Ganze wird dann als Video ausgegeben. Sieht recht lustig aus. Was mir weniger gefallen hat, ist der Ton. Deswegen schicke ich jetzt gleich voran ein Video, das ich zu Hause gemacht habe.
um den Ton zu überprüfen. Allerdings habe ich hier auch die App nicht angebunden. Und nach dem Ganzen sind dann Videos, die habe ich draußen gemacht. Da habe ich dann auch was gesprochen. Allerdings habe ich da die App mit der Action Cam verbunden gehabt und dann hatte ich hier ein leichtes Klackern. Das ist das einzigst Negative, aber für mich jetzt nicht weiter schlimm, weil ich meistens Musik oder dann Musik einspiele oder eine Nachvertonung vornehme. So, jetzt nochmal ein Test wegen dem Ton. Und zwar nachfolgend kommen jetzt die Videos, die ich draußen gemacht habe, beziehungsweise auch im Auto. Und da hat man so ein Klackern gehört. Und ich denke, das war einfach von der WLAN-Verbindung, weil ich ja die ganze Zeit die Action Cam mit meinem Smartphone verbunden hat. Also das kann man ausschließen, dass man hier vom Ton her dann gute Ergebnisse bekommt. Möglich wäre dann halt ein Nachvertonen oder Überspielen mit Musik, das ist ja bei mir sowieso dann hauptsächlich die Sache. Wie gesagt, das zum Thema Ton. So, ich habe jetzt mal die Kamera mitgenommen in so einen kleinen Park und nicht wundern, wenn ich ein bisschen öfters nach rechts gucke. Und zwar habe ich mir gleichzeitig hier diese App runtergeladen. Ich denke, man sieht es jetzt. Da kann man sich dann selbst überprüfen. Also auch für die sogenannten Selfie-Videos ist das Ding geeignet. Ich habe jetzt ein paar Abbrüche gehabt, weil die Störquellen einfach öffentliche WLANs oder Hotspots bei meinem Telefon sind. Da kann man aber bestimmt noch Einstellungen vornehmen. Aber ich kann hier, wie gesagt, an dieser App alles steuern, die Aufnahme starten, zoomen, verschiedene Einstellungen vornehmen. So finde ich das ganz gut. Den Knopf an der Seite, um hier das WLAN an der SoCo zu aktivieren, finde ich nicht ganz so gelungen. Zeige ich ja auch nochmal in Nahaufnahme, was da genau passiert. Und für all diejenigen, die halt jetzt wie gesagt hier über dieses Telefon diese Videofunktion nutzen möchten, ist auch jetzt der Ton entscheidend. Also ich bin jetzt an so einer leicht befahrenen Straße in der freien Natur. Die Windgeräusche werde ich dann eventuell auch nochmal aufnehmen, aber die sind teilweise ziemlich störend bei diesen Actioncams im unteren Preissegment. Ja, jetzt läuft die Aufnahme wieder. Ich war gerade beim Erzählen. Da ist die App mal wieder abgestürzt. Das macht die öfters mal. Man hat zwar die Möglichkeit, eine Konstante reinzubekommen, aber wie ich schon erwähnt habe, die Störung durch die ganzen anderen WLAN-Netze oder Hotspots, da müssen wir mal in den Einstellungen gucken. Für im Fahrzeug drin hat man jetzt eine kleine Geräuschkulisse und kann sich so überlegen, ob man auch im Fahrzeug oder in geschlossenen Räumen dann seine Videos macht. Wie die Tonqualität ist, werde ich dann erst später feststellen. So, abschließend kann ich sagen, die SoCo Action Cam gefällt mir gut, viel besser als meine vorherige. Kein Wunder, die ist schon 1,5 Jahre alt. Einzig und allein die WLAN-Aktivierung ist hier nicht gut getroffen. Die schaltet man hier über diese Pfeiltaste nach oben. Wenn man diese Pfeiltaste kurz drückt, schaltet sich ab und an dieses WLAN-Zeichen wieder an und dann muss man wieder warten. Aber das ist das einzigste Manko, was ich habe. Von den Aufnahmen her bin ich begeistert. Den Akku kann man leicht rausnehmen und vom Preis her, wenn ich überlege, dass ich jetzt 2, 3 Euro günstiger bin wie mit meinem Vorgängermodell, dann habe ich sogar noch eine gute Micro-SD-Karte von Kingston drin. Da kann man wirklich nicht meckern. Ich freue mich, wem das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch, auch über neue Abonnenten. Ich bringe nicht immer was von der Küche, sondern wie gesagt auch mal so ein paar Techniksachen mit rein. Und ja, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.